Ja, und jetzt möchte ich mal was untersuchen. Und zwar, schaut mal, hier haben wir es mit einem doppelwandigen Glas zu tun. Die sind jetzt mittlerweile in Mode als Teegläser. Ich habe es gestern Abend zum Beispiel sehr gut gebrauchen können, um damit kalte Getränke kalt zu halten. So, jetzt legen wir mal los. Ich möchte alles gerne beweisen. Ich habe hier Tee. Den habe ich aber mittlerweile auf, na, wie viel hat er? 47, 48 Grad abkühlen lassen, weil die anderen beiden Gläser, also dieses werde ich zum Füllen nehmen und diese, um diese und diese beiden zu füllen, damit ich immer die gleiche Menge einfülle, wenn ich das mit, sagen wir mal, 90 Grad heißem Wasser mache, dann wird es zu spannend. Gut, wir fangen mal an mit dem Versuch. Es dauert nicht allzu lange. Und ich glaube, man sieht gleich, dass es nicht allzu sehr auf die absolute Menge ankommt, sondern auf die Glaswandung selber. Also, jetzt könnte jemand sagen, ja, jetzt ist ja das hier schon ein Zehntel Grad kühler geworden. Ja, das mag sein. Aber ihr werdet den Unterschied drastisch erkennen. So, jetzt nehme ich mal das, was noch Wärme strahlt, weg und wir haben hier ungefähr die gleiche Menge. 42 Grad, 36 Grad, ja, nee, 40, 43, oh, 43. So, jetzt müsst ihr mir einfach glauben, ich mache jetzt mal eine Pause mit dem Video, das dauert nämlich ein bisschen länger, dass ich wirklich nicht schwindle. Weiter, nebenbei, bevor wir die absolute Temperatur hier oben messen, messen wir mal, was hier durchkommt. Ich leuchte jetzt hier so drauf, hoffentlich sieht man es im Video. Ich sehe hier 36, 33 Grad, 35 Grad, 34 Grad. Mal sehen, was der kann. Oh, 23 Grad. Mit anderen Worten, die Wärmestrahlung, das ist ein Strahlungsthermometer. Die Wärmestrahlung nach außen ist hier schon mal gedämmt. Wogegen hier das pure Glas 37 Grad hat. Okay, gleich nochmal hier die absolute Temperatur. 40 Grad. 42 Grad. Ich glaube, es ist deutlich. Nochmal. 40,7 Grad. 43,1 Grad. Ich glaube, wir können den Versuch abbrechen. Das wird dann noch drastischer, je länger wir den Versuch machen. Also damit ist bewiesen, dass diese Doppelwandigkeit, ne, wie Thermoskannenprinzip und so weiter, und das ist noch nicht mal verspiegelt, dass das hilft. Ja, ich hoffe, euch hat das Video insofern gefallen. Wenn ihr noch ähnliche Versuche braucht aus der Praxis, dann immer suchen in meinem Kanal, beziehungsweise einfach mal schreiben. Dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht, was ich da alles noch aus der Praxis finde, wenn ich es nicht schon gefunden habe. Ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.